Die Begro liefert nur noch gegen Barzahlung. Und die Geschäftsleitung wird sich wegen eines Zahlungsplans für die Außenstände an Sie wenden. Haben Sie meine Sparvorschläge? Die Kinder wollen essen. Und wenn der Speiseplan langweilig wird, machen die Krach. Ich spare, wo ich kann. Aber bedenken Sie mal die Mengen. Die Herrschaften haben einen gesegneten Appetit. Also für morgen gebe ich Ihnen einen Scheck. Ja? So ein kleiner Ramadan könnte uns nicht schaden. Melanie spielt verrückt wegen ihrer neuen Diät und du willst mich hier mitten in der Nacht sprechen. Was ist denn los? Weißt du doch! Geht dir das überhaupt nicht aus dem Kopf? Ich fahr zum Bumsen nicht in Harz und ich schleich mich nicht in irgendein Hotel. Und hier schon gar nicht. Ich bin doch nicht verfügbar wie eine... Ich hab Unglück. Komm. Benni, bitte versteh doch. Hier, wo jeden Augenblick jemand kommen könnte. Mach dir doch nicht ins Hemd. Ich bin schon dabei. Ich hab Sache mal zu bitten und zu betteln. Ich liebe dich eben. Komm, trink mal Wasser. Ich glaube, das hilft dir. Oh, war ja jetzt sogar schon bei Wasser. Was mach ich denn jetzt? Naja. Tupfte die Stirn. Immer noch nicht besser? Das stinkt. Siehst du doch. Vielleicht hilft eine Grippetablette. Oder was gegen die Kotzerei, weißt du? Auweia. Damit kannst du ja eine Apotheke aufmachen. Hast du noch was? Deswegen wahrscheinlich. Die hat sich mit dem ganzen Zeugs vollgestopft. Aber sowas hätten wir doch gemerkt. Unsinn. Wenn ich nicht will, dass jemand was merkt, dann merkt er auch nichts. Hast du zum Beispiel gemerkt, dass bei Benni und mir der Wurm drin ist? Schon lange. Ozean kommen. Wie waren es denn? 25.000. Okay, dann werde ich jetzt mit meiner Honest schon verrückt. Aber nicht über Bhopal. Nein. So, Brasilien ist jetzt endgültig verseucht. Dann kann die UN auch weg. Okay. Was ist denn hier? Du bist doch um die Akten gefühlt. So, weg dann. Was soll das? Seid ihr verrückt geworden? Wie Sie sehen, stellen wir die Sache mit dem Turnhallenbau mal wieder in den Mittelpunkt. Es gab sowas wie ein Anhörungsverfahren. Alle sind gehört worden. Wir aber nicht. Unser Eltern haben auch ein Wörtchen mitzureden. Der Elternbeirat ist doch kein Kegelclub. Wir werden... Ach, wollen Sie mir drohen? Ich hoffe nicht. Mobilisieren Sie Ihre Eltern. Ich werde mich der Diskussion stellen. Eltern sind meistens vernünftig und den richtigen Argumenten zugänglich. Außerdem, die Macht eines Vaters und die Einsatzfreude einer Mutter zerbrechen öfter an den Zeugnissen ihrer Sprösslinge. Jetzt drohen Sie uns. Nein, ich kläre nur ein paar Zusammenhänge, die Sie so leicht übersehen. Meine Herren, Bastelstunde hat begonnen. Renovieren, nee, genauso wie es war. Keine Lust. Meine Arbeit, aber am Monatsende keine Geschichten erzählt. Bekommen nur Ihr Geld auf dem Konto.
Wer hat Ihnen denn den Fuß von früher ausgebessert? Es gibt heute kaum noch Betriebe, die sich mit solchen Flickschusterarbeiten abgeben. Den ganzen Laden hier sollte man abreißen. Ach, na, wem sagen Sie das denn? Das sag ich doch. Ich muss mit dem Mann reden, die Bank hat mich überwiesen. Nicht überwiesen? Herr Neile, setzen wir uns doch mal. Ich habe nicht die Zeit. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Seid ihr des Teufels? Hey! Wie könnt ihr sowas erfinden? Die Sachen hier runterschmeißen. Kriegsspiel. Ich habe euch beobachtet. Das heißt bei euch, wie Mensch, ärgere dich nicht. Naja, mir ist es ja auch nicht. Ihr zerstört Länder, verseucht Landschaften, lasst Panzer auffahren, setzt taktische Nuklearwaffen ein. Mehr ist das nicht. Na, schließlich muss man denken, um zu gewinnen. Echt? Spiel doch Schach. Ist doch scheiße. Hier ist wenigstens Action. Ja, richtig. Action. Entschuldigung. Ihr seid ja verrückt. Ey, jetzt schon wieder alles. Sohn Lars und Leo Sittard. Haben wir darauf gewartet? Genau das Richtige. Darauf bitte. Was denn? Den ganzen Kram auf unsere Stube? Der andere kommt später. Na, was macht eure Kranke? Der geht saudreckig. Woran merkst du das? Als die Lateinarbeit geschrieben war, ging es ihr immer noch schlecht. Tut sich nur so. Tut mir verdammt leid, das wegen gestern. Mir auch, Benni. Okay, Mäuschen. Aber ich hab den Verdacht, du sagst Entschuldigung. Und in deinem Hinterkopf denkst du, na, irgendwann krieg ich sie doch noch rum. Mäuschen. Mhm. Pass doch auf! Herr Bruns. Ja, spielen Sie doch nicht den Buchkäufer. Schließlich befinden wir uns nicht in einem Spionageroman. Um was geht es denn? Guten Abend, liebe Frau. Guten Abend. Bei der nächsten Sitzung des Fördervereins können Sie einen Trumpf ausspielen. Das Haus steckt in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und warum tragen Sie mir das zu? Weil Ihre Absichten und meine Ziele fast übereinstimmen. Wenn Sie in der Schule etwas verändern wollen, dann ist jetzt der günstigste Zeitpunkt. Sie raten zur Erpressung? Im freien Spiel der Kräfte kann ich mich entscheiden, auf welcher Seite ich stehen will und wen ich unterstütze. Das mag sein. Es gibt eine Menge Dinge in diesem Haus, die geändert werden müssen. Es wird alles zu lasch gehandhabt. Viel zu liberal. Mir und einigen anderen im Förderverein geht das einfach zu weit. Das liegt auch am Direktor. Man muss die Dinge bewegen, sonst geraten sie in Stocken. Guten Abend, liebe Frau. Guten Abend. Und ich dachte, ihr wolltet nur mal sehen, wie die ehemalige Sollinger, jetzige Kleinmann, so haust. Ja, warum ist sie denn nicht hier? Fehlt ihr was? Ja. Sie lässt sich nur mal durchchecken. So eine Art TÜV für den ganzen Menschen. Nein, nein, bleib sitzen. Ja, nun müsst ihr ja mal mit der Sprache rausrücken. Es geht immer noch um den Anbau. Aha. Irgendwann kommen die Bagger und dann ist sowieso alles gelaufen. Und soll nicht laufen? Naja, so jedenfalls nicht. Greift erst mal zu. Naja, so wirklich hier. Ich geb dir ein Stück. Danke. Komm. Dankeschön. Ach, danke? Ja, danke. Wie viele Bäume dürfen denn geopfert werden? Wie bitte? Es steht nun mal fest, dass der Bau ohne Eingriff in den alten Baumbestand nicht möglich ist. Ja, es muss ganz anders geplant werden. Es geht nicht mehr so wie gestern. Wirke ab, rums, und da ist der Platz. Was soll ich tun? Wieder als Punker auftreten? Was erwartet ihr von mir? Neuen Plan, wenn was nicht geht. Die anderen sind stur. Und mit dem Direx kann man auch nicht reden. Und der neue Plan? Würde der euren Vorstellungen entsprechen? Na, hoffentlich, oder? Naja, Herr Kleinmann, wenn wir was sagen, reden wir gegen die Wand. Ja. Die hören uns zu oder hören uns nicht zu. Noch einen Kaffee? Ja, gerne. Na, passt mal auf. So wie die finanziellen Dinge in eurem Laden derzeit liegen, ist mit einem schnellen Baubeginn nicht zu rechnen. Es kann sich hinziehen. Wann seid ihr fertig? In den paar Jahren seid ihr auf und davon.
Das guckt er mich so an. Es gibt Dinge, die erledigen sich von selber. Überlass das Problem denen, die es später angeht. Ein Stabs? Also, wozu sind wir überhaupt hier? Also, verstehe ich. Gibt's nicht, echt? Oder sonst immer so suchen. Na, dann gute Nacht, dein kleiner Mann, ey. Da haben Sie ja ganz schön zugeschlagen. Aber das lässt sich reparieren. Nur, die Reparatur dauert. Muss sie weg? Ja. Du kommst ja wieder. Du brauchst jetzt einfach Zeit. Ganz ruhig. Nicht den geringsten Stress. Das Schuljahr arbeitest du auf oder wiederholst es. Es ist schon so, wie du es gesagt hast. Ein Mensch erträgt viel. Aber nicht alles. Jetzt renovierst du dich erstmal gründlich. Und dann geht es weiter, wie du es willst. Tschüss. Gute Besserung. Auf Wiedersehen. Sie wirkt immer fröhlich und ausgeglichen. Guten Tag. Das ist der Vorzug dieser verdammten Pille. Aber ganz plötzlich ist es dann mit allem vorbei. Der Fröhlichkeit und der Ausgeglichenheit. Ihre Mutter wird sicher alles in Bewegung setzen. Die tut alles für ihr Kind. Ja, Victoria ist ja kein Kind mehr. Das ist eine junge Frau und so sollte man sie auch behandeln. Darf ich die Rechnung hierher schicken? Oder... Gefahren. Sie kommen mich bitte runter. Ja, versprochen ist versprochen. Geht's? Da kommt sie. Lauter. Tu iras vite la voir dans ma classe. Viens nous vite. Bonjour, Marc Pinkewinkel. Tschüss, Victoria. Alles Gute. Tschüss. Du, bitte. Hey, der Kaktus da. Los, da rüber auf die andere Seite. Alles ist ja gut, du wirst nicht schreien. Vorsicht mit mir. Zusammen. Verstehen Sie? Nein. Zusammen was anfangen. Etwas für uns. Heißt das, Sie gehen auch? Ja, das heißt es. Aber Sie wissen, hier haben Sie eine Chance beim nächsten Wechsel. Danke, aber ich halte das nicht mehr aus. Was? Die Warterei. Klappt es nicht. Benimm dich anständig. Fall nicht auf, Antonio. Überleg dir, was man von dir erwartet. Das geht einfach nicht. Sie wollen also beide was anderes machen? Ja. Und ich kann Sie nicht überreden, zu bleiben? Tja, ich lasse Sie sehr ungern gehen.
Viel Glück, Neval. Danke. Viel Glück, Antonio. Danke, Frau Wiesner. Tja, dann. Aber wenn es geht, bitte nicht gleich morgen. Okay. Alles Gute euch beiden. Danke. Warum hast du den beiden nicht klipp und klar gesagt, dass du sie brauchst? Sowas muss man ab und zu mal hören. Sie haben sich entschieden. Ich habe mir das überlegt. So geht das nicht weiter. Komm, setz dich. Wir sollten uns die Sache doch mal klar machen. Ich will was, du nicht. Ich will schon, aber ich will nicht so, Benny. Verstehst du das denn nicht? Aber es geht doch nicht anders. Schließlich lieben wir uns doch. Ja, ich hab dich sehr lieb, Benny. Aber ich ertrag's nicht. Es ist so würdelos. Weißt du, ich möchte Zeit haben. Zeit haben für Zärtlichkeiten. Ich möchte Ruhe haben. Ruhe haben, mit dir ganz lang still zu sein. Wenn der Regen durch die Nacht rauscht, die Sonne glutrot untergeht, im Himmelbett mit Geil. Du verstehst überhaupt nichts, du willst gar nichts verstehen. Ich lass aus mir doch keine blöde Zicke machen, die kuscht, wenn der Meister mit den Fingern schnippst. Ach, Mäuschen. Oh, Benny. Oh, Benny. Du spinnst. Du spinnst heute Abend. Ja, das sagte ich Ihnen doch. Eine Bürgschaft des Fördervereins. Richtig. Nein, die Summe ist am 15. auf dem Sonderkonto. Aber selbstverständlich. Natürlich fließen die Gelder des Senats nicht so schnell. Ja, da müssen wir noch mal über den Kredit reden. In Ordnung, ich komme dann vorbei. Wiederhören, Herr Schaus. Ja, guten Tag. Entschuldigung, aber eine junge Dame sagte mir, gehen Sie einfach rein. Ja, das ist richtig. Einige Dinge handhaben wir hier sehr relaxed. Wie von der? Angenehm. Wiesner, Herr Mifune, was führt Sie zu mir? Bitte. Ach, da war die Zwillinge Lars und Leo Sittard sind Schüler Ihres Instituts? Ja. Wir haben erfahren, Sie sollen eine gute Software herstellen. Software? Wie darf ich das verstehen? Die beiden haben unserem Agenten eine Reihe von hochinteressanten Spielen für ein Computersystem angeboten. Angeboten? Wird damit gehandelt? Sehr sogar. Nun wollte ich mich erkundigen, ob ich mit den beiden... Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung. Moment, Zustimmung zu was? Vorher zu einem Gespräch. In unserer Konzernleitung ist man der Meinung, also die dass, beiden sind noch Kinder. Da sollten erst die Eltern gefragt werden, Herr Mifune. Dozo. Sie arbeiten schnell und gründlich. Darauf beruht der Erfolg unseres Hauses. Mist, das muss doch hier drin sein. Also noch mal von vorne. Alles der Reihe nach. Ich möchte jetzt alles wissen. Lars. Nee, Leo. Okay, Leo. Das ist doch ganz einfach. Psst, Leo. Wir entwerfen Software. Eine Masche von uns. Offensichtlich sehr einträglich. Wir haben nicht gewusst, was die bezahlen. Hier, die suchen immer. Hm. Es geht um das strategische Entscheidungsverhalten, bei dem sich die Entscheidungsträger in zielorientierter Verhaltensweise auch am Verhalten ihres Gegners ausrichten. Hä? Die Neumann-Morgenstern-Theorie. Ach so. Wir haben das richtig gehend pauken müssen. Aber wenn man es erstmal geschnallt hat... Und damit verdient man Geld? Ja, denken Sie, wir machen das umsonst? Ah, wie Fune. Musst du eigentlich gleich losgehen? Ah, komm. Immer wieder schön anzuschauen.
In die Luft schmeißen sollte man den ganzen Klumpatsch hier. Du sagst es. Ex und Top? Ja. Tommy, was ist denn da drin? Gib's nicht, Schluss aus. Nix für Kinder. Ah, der hat direkt los. Was ist wieder an, Manu? Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Kollegen und Mitarbeiter, ich habe uns alle zusammenrufen lassen, um ein paar wichtige Dinge zu klären. Wie Sie vermutlich wissen, hat das Haus einige Schwierigkeiten. Die brauche ich nicht im Einzelnen zu erklären. Aber zum Wohle des Instituts müssen wir einige Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen, die es uns erlauben, die Verhältnisse auf lange Zeit und gründlich zu ändern. Das geht natürlich nicht Knall auf Fall.